Weizen hier rein wird heute Nachmittag noch getröstet. Die Wege habe ich hier schon parat gestellt. Bis es so weit ist, tue ich hier noch ein bisschen mit den Scheiben nicken. Hier den Rapsack noch machen. Und dann bringe ich wahrscheinlich morgen das Getreide erst zu der Sammelstelle. Da habe ich jetzt noch den 313 angehängt, aber den habe ich nur zum Wege rausstellen gebraucht. Nachher tue ich hier mit dem 516 noch das Getreide zu der Sammelstelle bringen. Aber den brauche ich jetzt halt hier noch zum Scheibenecken. Irgendein Dreh hat hier eine richtig heftige Höhle gebaut. Ey, das ist schon richtig tief. Ich muss leider enttäuschen, ich muss die jetzt zerstören. Da muss ich irgendwo ein anderes Höhle bauen, aber doch nicht auf dem Feld, Mann. Ich einfach auf dem Feld am Beere pflücken oder so. Oh je, jetzt muss ich den flüchen. Ah, da. Da ist Brombeere. Wahrscheinlich ist sie die gepflückt. Das ist ja nicht wollen verschieben. Das sind die schon ein bisschen gepflückt. Aber es kann ja noch wieder an, ich kann ja nicht so lang.
So soll es doch eigentlich immer sein. Die Leute gehen schön auf die Seite, lassen uns mit den Traktoren schön viel Platz. Wir Bauern dann schön abbremsen, nicht schnell, dass es nicht staubt. Und schön langsam vorbeifahren und dann begrüßen oder grüßen wir uns gegenseitig. So auch ein bisschen als Respekt, als Danke sagen. Ich bin der Meinung, so soll es doch immer sein. Drum Kompliment an die zwei Herren. Kleiner Bub, der richtig Freude hat. Das ist doch immer schön zu sehen. Ich habe einfach einen Talahorn gehabt. Ein Gucci-Köppli. Er ist mittlerweile fertig mit Dröschen. Ich war heute Nachmittag nicht rum. Ich bin go Scheiben ecken. Und jetzt schauen wir mal, wie viel das geht. Okay, der Vorder ist voll. Und hinten etwa ein Viertel voll oder so. Gut. Geh abgehen. Kann ich erst morgen. Morgen Mittag. Bis dann stehe ich noch in die Halle. Dann fahre ich dann morgen mit denen. Gut, 3/4 Stunde fahrt man von da bis zur Sammelstelle. Den Traktor muss ich noch umhängen. Ich habe ja den 3/13er angehängt, weil ich den 5/16er gebraucht habe zum Schiebenecken. Und mit dem habe ich nicht so Lust zum so lang fahren. Weil es geht auch noch recht Hügel drauf und dann hätte er wahrscheinlich zu wenig Leistung in mir. Und ist sicher mit dem 5/16er schön zum Fahren. So, nächster Halt. Getreidesammelstelle. Da drauf braucht es gehörig Leistung. 14 km, schneller geht's nicht. Aber schau ein bisschen. Schau steil da. So, jetzt kann er wieder beschleunigen. Und die Autos können überholen, das ist auch gut. Ich tue mir manchmal immer leid, wenn sie da hinten nachduckern müssen. Aber ich meine, ich würde gerne schneller fahren als du, aber ich habe nicht mehr Leistung da. Ich bin jetzt auch gekommen, der Getreidesammelstelle. Jetzt nehmen wir hier zuerst mit dem Kranen, mit dem Saugrüssel, oben raus. Thank you.
So, jetzt fängt es auch gerade an zu regnen. Die ersten Tropfen kommen schon. Man tut auch wieder gut nach einer heißen Woche. Die Woche hat es ein paar Mal über 30 Grad gehabt. Ich glaube 33, vielleicht sogar 34 Grad damals. Und ich bin hier jetzt eben noch am Kalksteuer. Da ist jetzt mein zweitletzter Wagen, noch einer. Ich glaube, ich schaffe es noch vor dem Regen. Und dann morgen tue ich dir noch Scheiben ecken, den Acker hier. Und dann ist die Woche noch auch schon wieder vorbei da auf dem Betrieb. Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Weil das Video ist jetzt vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal.